Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Ihnen heute ein tolles Tool vorstellen mit dem Namen Frag jetzt. Dieses Tool eignet sich besonders gut, wenn man Teilnehmende dazu animieren möchte, Fragen zu stellen. Das funktioniert im Webinar genauso gut wie bei Live-Sessions. Alles, was man dazu benötigt, sind zwei verschiedene Geräte. Ein Gerät, um die Fragen zu moderieren und zu präsentieren, zum Beispiel einen Laptop, und ein Gerät für Teilnehmende zum Fragen stellen, zum Beispiel das Smartphone. Ich habe hier beide Ansichten für Sie freigeschalten. Hier werden wir die Ansicht für die Moderatoren und Moderatorinnen sehen und hier aus Sicht der Teilnehmenden. Um eine neue Sitzung zu starten, gibt man in den Browser frag.jetzt ein. Frag jetzt ist ein kostenloses Tool, für das weder ein Download noch eine Anmeldung notwendig ist. Wenn man Frag jetzt den Browser geöffnet hat, erscheint diese Seite. Mit dem Klick auf Neue Sitzung kann man eine neue Sitzung starten. Mit dem Klick auf Speichern bestätigt man die Eingabe. Hier sieht man schon den Titel unserer Sitzung und gleich darunter den Code für die Teilnehmenden. Diesen Code geben die Teilnehmenden in ihr Smartphone ein und können so an der Sitzung teilnehmen. Unter dem Zahnrad kann man Sitzungseinstellungen vornehmen. So kann man unter Klick auf Sitzung den Sitzungsnamen ändern oder auch eine Beschreibung hinzufügen. Auch könnte man hier die Sitzung wieder löschen. Jetzt erscheint hier unsere Beschreibung. Unter Fragen kann man einstellen, wie man mit Fragen vorgehen möchte. Möchte man sie moderieren oder nicht? Möchte man sie sofort sichtbar schalten oder nicht? Man kann die Fragen auch exportieren oder natürlich löschen. Auch kann man für Fragen Bonuspunkte verteilen. Diese Bonuspunkte würde man hier sehen. Auch dieser Teilnehmer gibt jetzt den Teilnehmercode ein und tritt so der Sitzung bei. Mit Klick auf Stell deine Frage können die Teilnehmenden jetzt Fragen stellen. Die Fragen erscheinen in einer Liste. Bei den Moderatoren erscheinen die Fragen unter Fragen. Mit Klick darauf wechselt das Tool automatisch in den Vollbildmodus zu Präsentationszwecken. Jetzt sehen wir hier schon die Fragen. Jede Frage bekommt die Symbole Frage kommentieren, Frage bejahen, verneinen, Bonus für die Frage vergeben, Frage löschen oder Frage moderieren. Das bedeutet, die Frage aus der Liste entfernen. Das kann praktisch sein, wenn man sich einer Frage schon hingegeben hat, diese schon beantwortet hat und sie nun aus der Liste löschen möchte. Fragen können also verbal beantwortet werden oder direkt mit Klick auf einen dieser Symbole. Mit Klick auf ein Symbol erscheint dieses Symbol auch in Farbe auf der Frage bei den Teilnehmenden. Und zwar bei allen Teilnehmenden. Hier zum Beispiel auch die Sicht von einem anderen Teilnehmenden. Fragen können auch gevotet werden. Wird eine Frage also als besonders wichtig von den Teilnehmenden empfunden, können sie eine Stimme abgeben für diese Frage. Hier erscheint dann die Zahl, wie viele Personen für diese Frage gevotet haben. Je höher diese Zahl ist, umso weiter oben ist auch die Frage in der Liste. Man kann Fragen natürlich auch nach unten voten. Dann sieht man, wie viele Personen diese Frage als nicht wichtig markiert haben. Und sie rutscht in der Liste auch wieder nach unten. Wenn ich eine Frage aus der Liste entferne, wird sie für die Moderation gelöscht, aber auch für die Teilnehmenden.
Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wie Sie sehen, ein sehr praktisches Tool, um Teilnehmer dazu zu animieren, Fragen zu stellen. Das kann man während des Webinars oder Seminars machen, aber auch natürlich danach. Dieses Tool ermöglicht es Teilnehmende, still und anonym Fragen zu stellen. Es herrscht also weniger Scheu, Fragen öffentlich und laut stellen zu müssen. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen mit dem Tool und alles Gute.